Ja, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen in Mittelerde, in Dol Guldur, der düsteren Festung des Düsterwaldes. Ja, dem Rückzugsort von Sauron nach seiner Niederlage vor 3000 Jahren, vor einem Zeitalter. Gegen die Menschen und Elben des letzten Bündnisses. Gandalf. War hier Bogenschütze. Man, vor ihm ist ein Objekt, was er zerstören kann. Aber nein, er kämpft. Er schießt irgendwo anders hin. Da kann man das nicht zerstören. Hallo Gandalf. Okay. Deiner Meinung, Gandalf. Und da können wir uns warm machen. Ah, oh, Mann, ja. Ort, ja, man weiß es nicht, aber die Tür suchen sie mir drüben. So, da ist es ja nachher im freien Spiel anders, dann kann man da ja jetzt halt zurück. Ups, das ist ein Abgrund. Ah, da brauchen wir hier einen Radegast. Warum ist der jetzt da runtergesprungen? Münzen. Was machst du jetzt hier, Vogel? Verstehe. Noch irgendwie. Okay. Hier ist er. Ja, natürlich. Ich. Oh, hab ich dich gut gefunden. Hallo, du sollst bauen, danke. Ich hab eine Leiter auf. Wir müssen wieder ein Bild zusammensetzen. Dol Guldur.
dann sollten wir bestimmte Dinge einfach nicht machen. Hier, da brauchen wir schon wieder einen Bogen. Hier, und brauchen wir hier. Okay, hier brauchen wir so einen Klettermaxen, den wir noch hier haben. Gehen wir an diese ganzen Skeletttypen. So. Und dann haben wir wieder so ein Minikit wahrscheinlich. Ein, fünf Stück oder keine Ahnung, wie viel es so maximal am Ende sein werden. Hallo. Okay, hier ist wieder dieses. Ah, das ist für Bilbo mit dem Ring, natürlich. Dem Ring. Das wird noch bitte. Was kann du sagen? Da oben machen wir noch den Zwerg dabei haben. Ups, ist hier ein Abgrund. Also interessant, dass sich auch andere Charaktere Fähigkeiten leihen können, ja? Okay. Eine durchaus interessante Option. Weg da, das gibt's. Ein Mechanismus. So geriffelten 2x2 Rundstein habe ich nie gesehen bei Lego, glaube ich.
mal, da ist auch was. Ah, hier ist wieder dieser Ort. Herrlich. Da bin ich auch gespannt. Na, geh mal an. Ich könnte mit diesem Ring besser tun. Ich weiß es nicht. Okay, sieht man hier ein paar. Oh, eine Kurbel. Auch hier ist wieder. Scheiß Gitter, da sind 10.000er Steine hinten. Oh, wir haben den Meisterdieb. Ey, ein weiteres Level wurde ich mal. Hallo, Gandalf. Du sollst. Oh Mann, Gandalf. Warum funktioniert das manchmal nicht? Also diese Abfrage mit der, diese Kollisionsabfrage oder Sequenzabfrage funktioniert oft sehr schlecht. Also da ist das Spiel zu überladen, da wollten sie zu viel und das funktioniert nicht richtig. Wenn man gibt ja, ich weiß gar nicht, ob ZL und oder wie heißen die hier bei R1 und R2, ob beide Tasten belegt sind, muss man einfach nachher gucken, was das hat, aber da kann man doch noch irgendeine andere Taste für aufnehmen oder irgend so was nehmen. Du musst immer alles dieselbe Taste, immer so eine Aktionstaste und die weiß dann nicht, worauf es reagieren soll. Und dann ist das nicht nur noch nebenbei noch dieser super Angriff, ne? Das ist. Arzog ist hier. Ja stimmt, der war ja noch da, als Gandalf da gekommen ist. Nach Kyglosulu Sharuku. Das war ja. So, ich hab wieder falsch gedrückt. Doch, ich hab sie nicht gedrückt. War ja nicht. Ja, dass diese ganzen Kämpfe hier mit dem scheiß Quicktime-Events gelöst sind, finde ich jetzt nicht so lustig, muss ich ehrlich sagen. Funktioniert wieder so ähnlich wie bei den Sith Lord in Star Wars, dass der eben Charakter halt mit festhält und man muss dann die anderen nehmen. Da kriegen wir 1000 Orbe. Man hat ein bisschen Spielraum und wenn man mal falsch steht, kann man immer noch korrigieren, wenn der gut ist. Organim. Ja, das schieben wir ihn auch. Durbusu. Guridu. Aber wieder so ein Lauflevel. Springen kann ich nicht. Oh!
verlangt denn das Spiel jetzt hier von mir? Was das Spiel von mir will hier. Ah, was mal hier ist. Mann, diese scheiß Orks nerven, hörst du mal auf mich zu nerven, scheiß Orks. Mann, du scheiß Orks, warum willst du dich hier? Ich hasse sowas. Man muss sich darum kümmern, was passiert und was nicht was. Und dann nebenbei kommen immer noch diese scheiß nervigen Orks und halten einen nach dem Grund ab. Warum sterben denn die blöden Viecher? Sterb doch mal, danke. So, nochmal Status bauen. So, den noch zaubern. Stirbt doch mal, du Scheiß auch, der mich hier nervt. Nach da ist, nach vorne ist die Schale. Wie du machst.
Rainer, würdest du mal bitte die scheiß Statue weg? Danke. Gut aus, du wolltest ihn aber lassen. War ganz cool. Zweifellos eine Falle. Ja, in der Tat. Okay. So eine eigene Freigeschaltung. Geschichte fortsetzt. Zwerge fahren nach. Ja, es sieht sich schon eher aus wie das Boot von. Wie das Boot im Film aus auf dem Bad. Stadttal. Smaugs Einöd. Die Sonne erreicht bald ihren Zenit. Wir müssen die geheime Tür in den Berg finden, ehe sie untergeht. Hier entlang. Warte, ist das hier der Aussichtsposten? Gandalf sagte, wir sollen uns hier treffen. Wir können nicht auf den Zauberer warten. Kommt! Berg. Cool. Wie man hier noch eine Seestadt sehen kann, das finde ich cool. Dort finde ich cool. Ehrlich gesagt. Gucken wir uns. Hier kann man runtergehen oder? Ja, ich denke, ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg nochmal nach unten. Nein, da unten wird irgendwo ein Anleger sein. Kann man ein andermal machen. Hier kam vor, ja, aber wir haben ihn erreicht, meine Freunde. Zu haben. Hm? Oh, die Logo-Charaktere rum, okay. Wir haben den einsamen Berg erreicht. Hier ist er vor uns. Warum laufen hier Charaktere rum? Oh, er heute hier. Vielleicht das nach da. Du willst ach, die, also du schon wieder plündern, was? Na, ich könnte dir wohl einen Teil des Schatzes überlassen, wenn du ihn mit mir holst. Dieser Ort ist ein echtes Rätsel. Er belohnt nur den hartnäckigsten Entdecker. Packen wir es an. Ja. Wieso ist es so, dass hier so viel Frauen mit Männerstimmen und Männergesicht oder wie auch immer man das nennen will. Natürlich der typische Lego-Schein. Darf natürlich nicht fehlen. Wir brauchen Feuer. Sei bereit, finde den Preis. Folge dem Pfad der Flamme sogleich. Verheerendes Drachenfeuer droht im einsamen Berge Lot. Fand alle Bäume auf seinem Weg durch Heimat von Mensch und Zwergen. Als Elben Zuflucht suchen weit von den Bergen und nichts dem Brand im Wege stehen.
Da brauchen wir auch Feuer. Überall brauchen wir Feuer. Okay, man muss das in der richtigen Reihenfolge scheinbar anziehen. Aber wir haben Feuer. Das heißt, wir brauchen einen Charakter, der Feuer machen kann, oder wie? Ja, anscheinend können wir das Riesen an die Lüder erkennen, haben der Feuer machen kann. Ja, dann müssen wir dich wieder verlassen, tut mir leid. Frag mich, wer, was für ein Charakter wir kriegen, der Feuer machen kann. Wie ich hier runtergehe. Warum dreht die Kamera sich? Hey. Ah ja, der Eingang zum Erdebohrer. Aber kann hier nicht stehen, ich will mir das angucken. Haben wir... Uri. Wir haben sogar einen Wagen, okay. Wo ist... Wo ist Bufur? Bufur ist doch nicht zurückgeblieben, oder? Oder doch? Bufur zurückgeblieben? Ach ja, doch, kann sein. Nee, Ding ist doch zurückgeblieben, ne? Ist nicht Uri mit ihm zurückgeblieben? Nee. Wir haben jetzt keinen, der Erz abbauen kann, ehrlich? Den Haken verwenden. Zwergensäule. Klautzen, der kann gar nichts. Der kann auch nur Zwergen. Denn ich, hier können wir halt jetzt keine Erze abbauen. Aber war denn Bufus? Der kann sein. Das können wir auch machen. Nützt uns gar nicht, wenn wir das nicht abbauen können. Toll. Wie hier auch noch ein und hier schön ist das. Feuer, ich hab kein Feuer. Warum sind hier Menschen? Ich hab kein Feuer. Verwende einen Zauber. Eine Zunderbüchse oder eine brennende Fackel, um Legefeuer zu zünden. Ich hab weder den noch das an. Wieso sind hier Menschen? Hier waren noch keine Menschen. Die sind erst später. Nachdem die Zwerge den Drachen beigelassen haben. Also aufgescheucht haben, sagen wir mal so. Ah, die Schatz finde ich haben auch ganz ordentlich gemacht. Dann ganz Schnellreisepunkt, okay, du. Wieder so eh nah.
So eine. Genau. Mein Mann und ich sind weit gereist, um die Geschichte unserer Vorfahren zu erleben. Und Drachen! Eine ganze Armada von den Viechern kommt in unsere Richtung. Wappne dich, tapferer Krieger! Diese üblen Bestien kennen keine Gnade! Und ich wieder mal. Gute Arbeit. Tut mir leid, vielleicht habe ich etwas übertrieben. Das macht die Drachenabwehrübungen viel effektiver. Man weiß nie, wann es wirklich mal passiert. Wenn man meinem Mann Glauben schenkt, sind Geister hier ein weit größeres Problem. Elm und Charaktere mit Elmfähigkeiten können zwischen Lego-Wänden nach oben springen. Neue Gebiete rein, ja, das wissen wir doch. Ja, okay, hier können wir anscheinend also noch nichts dabei. Hier ist auch noch ein Elm. Elms können höher springen, aber. Okay, hier ist nochmal ein Eingang und der hat hier schön was mit Riel frei. Bin und zerstöre eine. Zerstöre Gruppen und Hüfen der Lego-Objekte um einen Belohnungsgefühl. Komm schon! Das ist ja eine Scheiße. Das ist ja eine richtige Scheiße. Mann, das ist doch unfair! Ich war in der Lücke, das zählt nicht. Und wieso werde ich da hinten wieder hingesetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ja eine Scheiße, ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach komm schon, ey. Ich war noch nicht mal in der Nähe von den Scheißdingern, ey. Komm schon! Ich kann nicht auf ihr, hat nichts gemacht! Oh, ey. Das ist ja ein Müll, ey! Oh, Mensch, die Dinger sind einfach zu hoch, so schnell, so weit kommt man gar nicht so schnell, ey!
Ja, natürlich, jetzt wirklich schon einfach nur so getötet, weil ich mit Mundbox drauf hatte oder was? Ach komm schon! Alter, das ist unfair. Also das ist unfair. Dass die Stacheln einen auch töten, wenn ich sie nur von der Seite berühre, ey. Ja, na toll, er zerschlägt es nicht. Ja, na toll. Wie kann ich nicht dafür, dass er die jetzt nicht zerschlagen hat? Ist das eine... Das ist ja ein Dreck, ey. Komm, so beweg dich. Mein Gott, ey. Also, das ist absolut unnötig. Ja, dass die Stachel nicht auch töten, wenn du nur von der Seite rangehst, das habe ich schon immer gehasst. Dort. Wenn Stachel nicht töten, nur wenn du sie von der Seite berührst. Ich meine, wenn man hochspringt oder von oben drauf landet oder drauf steht, wenn die hochkommen, jetzt sehe ich halt noch irgendwo ein. Aber wenn du nur von der Seite leicht dagegen gehst, nö, ist schon tot. Und nicht nur leicht, nicht nur verletzt oder verletzt, wirklich auch noch einen. Nein, tot. Okay, da kann man nicht machen. Ja, aber ich denke mal, hier werde ich den Part beenden. In Tal der zerfallenen Ruinenstadt. Hier machen halt. Aber man scheint da hochzukommen. Oben sind Lego-Objekte. Da kommt man doch irgendwie hoch. Nachher auch noch irgendwie eine Möglichkeit zu schweben oder so. Hier ist nichts weiter. Ja, wir wollen ja jetzt nach da unten hin, da hinten, nee, da rüber. Wem ging der Weg über einen dieser Zwergenstatuen irgendwie nach oben? Mal sehen, wie das hier gelöst ist. Aber ich meine, das wird auch wieder als Level dann gelöst sein, ne? Die wollen, dass ich hier hingehe. Mal wieder runter. Ach so. Ja, nein. Mal Bild. Okay, hier muss man den. Brauchen wir Zwerge, die. Okay, ach so, hier ist nur ein Eingang. Hä?
Ah, okay, er kann die hoch. Ja, hier ist eine Truhe, aber die Truhe aufziehen, weil ich... Ah, okay. Okay, mit Gewalt. Bretter mitnehmen. Hier, da war auch ein Stein drin, sehr schön. Hier sowas für die Nacht. Ja, ich beende hier mal den Part jetzt. Ja, da drüben ist unser Ziel. Der Erdebohrer, Zwergenreich Erdebohrers. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.